Stalingrad. Dieser Name steht für Schmerz und Leid, für die Schrecken des Krieges. 1942-43 tobt an der russischen Wolga eines der grausamsten Gefechte des Zweiten Weltkriegs, die Schlacht von Stalingrad. Warum müssen Hunderttausende junge Soldaten sterben? Wie erleben sie den Kessel von Stalingrad? Welche Folgen hat die Schlacht? Und was bedeutet sie für uns heute noch? Alles das erfahrt ihr in diesem Video. Schaut euch diese jungen Männer hier an. Sie sind am Ende ihrer Kräfte, offenbar völlig unterernährt. Artilleriegranaten, Scharfschützen und Handgranaten sind sie bisher entgangen, aber sie wissen, dass sie hier nicht mehr lebend herauskommen. Hier, das ist Stalingrad. Ein Name, der für eine der schlimmsten Schlachten des Zweiten Weltkriegs steht. Aber fangen wir mal von vorne an. Wie kommt es zu dieser Schlacht? Warum kämpft man eigentlich um Stalingrad? Was macht diese Stadt so besonders? Dafür müssen wir an den Beginn des Russlandfeldzugs der Nationalsozialisten zurückgehen. Mit einem Blitzkrieg will Hitler die Sowjetunion schnell besiegen. Aber im Winter 1941 verfehlt die Wehrmacht zwei wichtige Ziele. Sie kann die große Stadt Leningrad nicht einnehmen und wird auch vor Moskau von der Roten Armee zurückgeschlagen. Außerdem treten die USA Ende des Jahres in den Krieg ein und bedrohen das Deutsche Reich von Westen her. Im Sommer 1942 beginnt die Wehrmacht eine neue Offensive in Russland. Weil man inzwischen nicht mehr von einem schnellen Sieg ausgeht, sondern von einem längeren Krieg, ist es wichtig, Rohstoffressourcen, vor allem Öl, in die Hand zu bekommen. Deshalb ist das Ziel, in den Kaukasus vorzustoßen. Zunächst gelingt das auch. Die Rote Armee zieht sich aus taktischen Gründen zurück, weshalb die Wehrmacht noch einmal sehr große Geländegewinne verzeichnet. Erst will man Stalingrad erobern, dann zu den Ölfeldern im Süden vordringen. Die Industriestadt Stalingrad ist als Rüstungs- und Verkehrszentrum strategisch wichtig, um die Wolga zu kontrollieren. Damit wäre ein wichtiger Nachschubweg für die Rote Armee abgeschnitten. Die Stadt hat aber auch Symbolcharakter. Hitler will Stalingrad auch deshalb erobern, weil sie eben nach seinem Gegner Stalin benannt ist. Diese besondere Eroberung soll alle Zweifel am deutschen Endsieg ausräumen. In diese fixe Idee verrennt sich Hitler regelrecht. Und er verliert sich in seinem Traum von der Überlegenheit der Deutschen. Denn Hitler begreift nicht, dass die Russen nur deshalb zurückweichen, weil sie die Einkesselung und Gefangennahme tausender Rotarmisten verhindern wollen. Die Russen haben aus ihren Fehlern gelernt. Hitler wiederum glaubt, die Deutschen kommen so gut voran, weil die sowjetischen Streitkräfte an Schlagkraft verloren hätten. Aber er täuscht sich und lässt seine Truppen in die Falle marschieren. Mehr noch, weil die Wehrmacht so gut vorankommt, befiehlt Hitler, die zwei Ziele der Offensive, Stalingrad und die Ölfelder, gleichzeitig anzugehen. So spalten sich die Truppen auf. Die 6. Armee unter dem Befehl von Friedrich Paulus ist bis zu 250.000 Soldaten stark und soll Stalingrad erobern. Sie wird begleitet von zwei rumänischen und einer italienischen Armee. Die Verbündeten sollen die Flanken decken. Aber die Front zieht sich durch die Aufspaltung sehr, sehr lang. Der Auftrag ist letztlich unerfüllbar. Wie genau läuft die fast 200 Tage dauernde Schlacht ab? Ab Ende August 1942 bombardiert die Luftwaffe die Stadt Stalingrad, in der zu diesem Zeitpunkt noch 600.000 Menschen leben. 40.000 Zivilisten sterben. Der Rest der Bevölkerung flieht fast vollständig über die Wolga. Bis Mitte September hat die Wehrmacht die Stadt an drei Seiten eingeschlossen. Bis dahin haben die Angreifer relativ leichtes Spiel. Dann folgt die verlustreiche und grausame Eroberung der Stadt. Die Luftwaffe hat die Stadt vollkommen zerstört und die Ruinen bieten den Verteidigern der Roten Armee beste Verstecke. So kämpfen beide Seiten verzweifelt bis aufs Blut. Viertel um Viertel, Straße um Straße, Haus um Haus. Mit Gewehren, mit Handgranaten, mit Spaten, mit denen Feinde aufeinander einschlagen. In der Nacht greifen sowjetische Bomber die deutschen Stellungen an. Dennoch, Mitte November 1942 haben die Deutschen Stalingrad fast vollständig erobert. Ein Sieg? Im Gegenteil. Stalingrad wird zu einer großen Falle. Schon jetzt ist die Versorgungslage der Wehrmacht und ihrer Verbündeten schlecht. Für den langen Winter sind die meisten Soldaten nicht ausgerüstet. Knapp zwei Wochen nach der Eroberung der Stadt beginnt die sowjetische Gegenoffensive. Die Rote Armee stößt im Norden und Süden der Stadt zangenförmig vor. Die Armeen der Verbündeten können die Front nicht halten. So werden sie und die deutschen Soldaten schließlich im Stadtinneren eingekesselt. Insgesamt etwa 300.000 Mann. Um sie herum vielleicht 1 Million gegnerische Soldaten der Roten Armee. Die Bedingungen im Kessel von Stalingrad sind furchtbar. Nicht nur wegen der ständigen Angriffe der Feinde, auch wegen des knallharten Winters, für den die Deutschen viel zu schlecht ausgerüstet sind. Wir sprechen hier von Dauerfrost, bis zu minus 40 Grad. Winterausrüstung gibt es nur für die wenigsten. Deshalb wickeln sich die Soldaten der Wehrmacht in jedes Tuch ein, das sie finden können, und nehmen Kleidungsstücke von den Toten.
auch unglaublich viele Gegner sterben, denn die sowjetischen Generäle wollen den Feind durch die schiere Übermacht besiegen. So rennen die roten Soldaten auch gegen überlegene Stellungen und Waffen an und werden reihenweise getötet. Die Situation ist zunehmend aussichtslos. Wenn eine Armee eingekesselt wird, dann droht ihr die vollständige Vernichtung. Deshalb muss sie entweder von innen heraus durchbrechen oder eine von außen zur Hilfe eilende Armee bricht den Belagerungsring. Beides wäre zu diesem Zeitpunkt vielleicht noch möglich, aber Hitler befiehlt, dass Stalingrad um jeden Preis gehalten werden muss. Er verspricht, dass 20 Divisionen anrücken werden, um die Armee zu befreien. Tatsächlich kommen dann aber nur 6 Divisionen, die sich aber nicht durchkämpfen können und aufgeben müssen. Weihnachten bringt kein Wunder, sondern die schlimmste Lage, die man sich vorstellen kann. Im Kessel um Stalingrad wird die Situation immer katastrophaler. Den nur noch etwa 260.000 Deutschen und ihren Verbündeten gehen jetzt endgültig die Vorräte aus. Am 21. Dezember 1942 gibt es den ersten Hungertoten. An Heiligabend sind es schon mehr als 60. An Silvester bekommt jedermann 80 Gramm Brot, dann nur noch 50 Gramm. Als Tagesration. Die Soldaten fangen an, streunende Hunde einzufangen und zu schlachten. Die Pferde, die sie dabei hatten, sind längst aufgegessen. Die Luftwaffe soll Vorräte abwerfen, aber schafft es nicht, ausreichend Lebensmittel, Munition und Sprit in den Kessel zu fliegen. Auch weil zu wenige Flugzeuge zur Verfügung stehen. Und die Eingesperrten können und sollen auch nicht massenhaft ausgeflogen werden, sondern nur vergleichsweise wenige. Hitlers Devise bleibt, die Soldaten müssen Stalingrad halten. Dazu kommt die Kälte, die ohne Feuerholz und Brennstoffe kaum auszuhalten ist. Viele erfrieren. Und natürlich gehen die Kämpfe beständig weiter. Es ist eine aussichtslose Lage für die Deutschen und für ihre Verbündeten. Hans Erdmann Schönbeck nimmt als Leutnant an der Schlacht um Stalingrad teil. Er überlebt die Schlacht, weil er beinahe gestorben wäre. Er ist damals dramatisch abgehungert, wiegt nur noch 45 Kilo, wird durch eine Granate schwer verletzt und ist bei minus 30 Grad dem Tode nahe. Ein Kamerad packt den Halbtoten und wirft ihn in eines der wenigen Flugzeuge, die es in den Kessel von Stalingrad schaffen und deutsche Soldaten ausfliegen können. So überlebt er Stalingrad. Durch scheinbar pures Glück. Trotz der zunehmend aussichtslosen Lage will die NS-Führung, dass die eingekesselten Soldaten so lange wie möglich durchhalten. Weil sie aber nicht genug Nachschub über die Luft einfliegen können, setzt sie darauf, die Moral der Truppe zu heben. Was ich so schön formuliert habe, bedeutet oft psychologisches Kalkül. Die Nationalsozialisten wissen, dass die Soldaten Kraft und Willen zum Überleben schöpfen, wenn sie Kontakt zu ihren Familien daheim haben. Sie sorgen also zumindest dafür, dass Feldpostbriefe recht zuverlässig transportiert werden. Ganz im Gegensatz zu Feuerholz oder Lebensmitteln. Briefe wiegen aber eben auch fast nichts und nehmen kaum Platz weg. In der Heimat berichtet nun auch die von den Nationalsozialisten gesteuerte Presse über die Lage in Stalingrad. Lange hieß es, ein Sieg der Wehrmacht ist sicher. Nun spricht man von einer erdrückenden Übermacht des Feindes, von Helden, die bis zum eigenen Tod für Führer und Vaterland kämpfen. Die Männer opfern sich für Deutschland, so heißt es. Die Schlacht wird also schon jetzt zum Helden-Epos stilisiert. Zurück im Kessel. Anfang Januar 1943 rücken die sowjetischen Truppen immer weiter vor. Die Deutschen sind mittlerweile in das Stadtgebiet zurückgedrängt. Die Rote Armee fordert ihre Feinde auf, sich zu ergeben. Aber Hitler lehnt eine Kapitulation nach wie vor ab. Und General Paulus gehorcht. Eine Entscheidung, die etliche weitere Männer das Leben kostet. Und jetzt schaffen es die Rotarmisten auch noch, die Gruppe der Eingekesselten in zwei Teile zu spalten. Das macht es noch schwerer für sie zu kämpfen. Sämtliche Verteidigungslinien müssen schließlich sogar aufgegeben werden. Jetzt wird wohl auch dem letzten der verbliebenen Soldaten im Kessel klar, wir haben keine Chance mehr. Und dann passiert etwas, das uns heute vielleicht absurd erscheint. Am 30. Januar 1943 ernennt Hitler General Paulus zum Generalfeldmarschall. Was soll das? Hitler erwartet, dass Paulus und seine Männer für Deutschland in den Tod gehen, um zu einem Symbol für heldenhafte Treue zu werden. Aber am Tag darauf kapituliert die 6. Armee und Paulus geht mit seinen Offizieren in Gefangenschaft. Bis zum 2. Februar hören alle deutschen Truppen auf zu kämpfen. Nach mehr als 6 Monaten erbitterter Kämpfe ist die Schlacht um Stalingrad zu Ende. In der Propaganda des Rundfunks hört sich das Ende so an. Unter der Hakenkreuzflagge, die auf der höchsten Ruine von Stalingrad weithin sichtbar gehisst wurde, vollzog sich der letzte Kampf. Generale, Offiziere, Unteroffiziere und Mannschaften fochten Schulter an Schulter bis zur letzten Patrone. Das Opfer der Armee war nicht umsonst. Sie starben, damit Deutschland lebe.
Aber welche Folgen hat die Schlacht wirklich? Reden wir zunächst über die Opfer. Wenn wir auf die Schlacht von Stalingrad schauen, dann vergessen wir leider oft, dass da nicht nur Deutsche und Russen gestorben sind, sondern auch Menschen aus vielen anderen Ländern. Auf Seiten der Roten Armee Männer aus der gesamten Sowjetunion. Und auf Seiten der Deutschen kämpfen Ungarn, Rumänen, Italiener und Kroaten, sowie hilfswillige Russen und auch Ukrainer. Es ist sehr schwierig, zuverlässige Zahlen zu nennen, aber ich beziehe mich mal auf die, die in der Wissenschaft ermittelt worden sind. Anfangs marschieren zwischen 260.000 und 300.000 deutsche und verbündete Soldaten nach Stalingrad. Etwa 150.000 sterben. Um die 100.000 geraten in Gefangenschaft. Erst im Jahr 1955 kehren etwa 6.000 Kriegsgefangene zurück. Aber, das sollte man nicht vergessen, auch außerhalb des Kessels gibt es Opfer. Hier sterben sogar mehr Menschen als in der Stadt selbst. Und natürlich, bei der Eroberung kommen viele, viele, vor allem russische Soldaten und natürlich Zehntausende Zivilisten ums Leben. Insgesamt sterben wohl mehr als 1 Million Menschen. Mehr als die Hälfte davon sind russische bzw. sowjetische Soldaten. Tatsächlich markiert Stalingrad einen Wendepunkt, besonders in psychologischer Hinsicht. Die meisten Wehrmachtssoldaten glauben Anfang 1943 in ihrem Inneren nicht mehr an einen Sieg. Von einer drohenden Niederlage zu sprechen oder auch nur daran zu denken, wird aber als Verrat, als Meuterei empfunden. Viele verschließen die Augen vor der Realität. Sie verstecken sich hinter der Hoffnung, dass die Führung, dass der Führer über mehr Informationen verfügt als sie selbst und dass man die Probleme strategisch lösen wird. Ganz nach dem Motto, der Führer als genialer Feldherr wird alles schon richten. Hier zeigt sich die Wirkung jahrelanger Propaganda. Trotzdem wird immer deutlicher, die Grenzen der deutschen Kriegsmaschinerie sind jetzt endgültig aufgezeigt. Der Sowjetunion stehen viel mehr Soldaten zur Verfügung und sie besitzt aus eigener Produktion und wegen der enormen Lieferungen der USA und Großbritannien sehr viel mehr Kriegsgerät. Die Schlacht um Stalingrad wurde vorab von der deutschen Propaganda extrem mit Bedeutung aufgeladen. Umso schwerer fällt es den Deutschen jetzt, mit dieser Niederlage umzugehen. So bekommt diese Schlacht mehr Gewicht, als sie rein militärisch betrachtet hat. Aber mit der Niederlage bei Stalingrad kommt bei vielen Deutschen die Erkenntnis an, dass der Krieg schlechter läuft als gedacht. Auch viele Menschen im Deutschen Reich begreifen die Ereignisse als Wendepunkt. Die Möglichkeit, dass man verlieren könnte, wird jetzt real. Und mit dieser Erkenntnis wächst die Angst. Angst vor der Rache derjenigen, die die Deutschen selbst zuvor überfallen und grausam ermordet haben. Und diese Angst nutzen die Nationalsozialisten wiederum aus, um die letzten Kräfte des Volkes zu mobilisieren. Stichwort eiskalte Psychologie. Propagandaminister Josef Goebbels hält im Februar 1943 eine berühmt gewordene Rede im Sportpalast, in der er zum totalen Krieg aufruft. Es gehe um einen Kampf um Sein oder Nichtsein. Die Nazi-Diktatur wird somit noch härter. Die Ermordung vor allem der Juden wird noch unbarmherziger vorangetrieben. Aber die Schlacht von Stalingrad motiviert auch Widerstandsbewegungen, wie die Weiße Rose, noch energischer gegen die Diktatur zu kämpfen. Dazu empfehle ich euch unser Video, in dem ihr alles zu diesen bewundernswerten Widerstandskämpfern erfahrt, findet ihr oben auf dem i. Und was bedeutet die Schlacht von Stalingrad heute? Zunächst einmal heißt Stalingrad nicht mehr Stalingrad. 1961 wird die Stadt im Zuge der Entstalinisierung in Wolgograd umbenannt. Die Schlacht ist aber trotzdem bis heute allgegenwärtig. Kaum ein Ereignis des Zweiten Weltkriegs ist so bekannt. Es werden sehr viele Bücher über Stalingrad geschrieben, Filme gedreht. Und es ist eine Schlacht, die bis heute tiefe Wunden hinterlässt. Der Film Stalingrad, ein deutscher Film, hat zum Beispiel mich auch extrem bewegt. Kann ich euch sehr empfehlen. Habt ihr euch schon mit Stalingrad befasst oder kennt sogar jemanden, der die Schlacht erlebt hat, überlebt hat womöglich? Schreibt es gerne unten in die Kommentare und hier neben mir findet ihr noch ein Video, das den weiteren Verlauf des Krieges und der Niederlage des Deutschen Reichs zeigt. Hier oben und direkt darunter eine Dokumentation von Terra X darüber, wie Wladimir Putin die Geschichte, auch die von Stalingrad, für seinen Angriffskrieg in der Ukraine instrumentalisiert. Auch da gerne mal reinschauen. Danke fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal.